So, weiter geht's mit Assassin's Creed. Wir wollen irgendwie. Nein, das wollen wir irgendwie nicht kaufen. Wir wollen hier eigentlich eine Sophia-Erinnerung machen. Hallo? Oder müsste ich das dafür kaufen? Ich bin etwas verwirrt. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Nö. Und selbst wenn, ist mir egal. Hallo? Ernsthaft? Ich kletter jetzt einfach mal da hoch, aber ich habe gerade keinen Plan. Bin ich mal ganz ehrlich. Ich habe gerade keinen Plan, was ich hier machen muss. Ach, da ganz oben, naja, habt sie ja nicht mehr alle, Leute, ey. Ernsthaft, die habt sie nicht mehr alle. Ich muss hier ganz hoch auf einen Turm klettern, um die Erinnerung zu starten. Ich meine ja nur. Zeichen und Symbole Teil 1. Niccolò Bollo hat ein Buch in der Nähe der Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Verstecken eines Mazzev-Schlüssels enthält. Nutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Wie jetzt? Was soll ich machen? Um hier alles zu aktivieren und die richtigen Polo-Symbole zu finden. Say what? Okay. Ist klar. Und so. Ist klar, Murat. Ich meine ja nur. Erstmal, dass ich da wirklich ganz hoch muss. Und zweitens, dass ich dann irgendwelche komischen Symbole anschauen muss. 30. Heißt das nicht schon wieder was Neues? Jo, wir haben alle Dissen 30, glaube ich, freigeschaltet. Sollten wir bei Gelegenheit vielleicht auch mal machen. Oder wir machen es hinterher. So als Special, die Dissen. Erst erfahren wir mehr über Ezio und Alter Ihr, und dann erfahren wir mehr über Desmond selbst. Ja, klingt doch nach einem Plan. Wenn ihr auch dafür seid, lasst mich wissen, wenn es euch egal ist, sagt einfach nichts. Dann macht man es so, wie ich mir gedacht habe. Yay, ein Buch. Ein verdammt altes Buch. Okay, ich habe ein Buch gefunden. Hooray! Bücher? Galassaturm. Okay, ich soll da hoch. Und nein, ich gehe noch nicht zur Animusinsel. Hat mir dieser Fall gerade die Hälfte meiner Energie weggenommen? Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Autsch. Eieieiei. Oh, Seite. Meine Seite. Hooray, ich darf schon wieder auf den Turm klettern. Die
Wir haben ja hier definitiv zu viele Türme rumstehen, ey. Ernsthaft, wofür brauchst du so viele Türme? Da oben ist eh niemand. Einfach nur, dass sie toll in der Gegend rumstehen. Ah, das ist die Seite. Meine Seite. Haben wir hier zufällig irgendwo einen Heuhaufen? Schaffe ich das? Natürlich schaffe ich das. Immerhin bin ich jetzt hier die Torre da Firenze. Ich habe meinen Sohn mit der Torre. Immer noch. Auf zum Unterschlupf. Und hoffentlich finden wir diesmal einen Ausgang. Letztes Mal, wie ich da war, bin ich etwas planlos herumgelaufen und habe keinen Ausgang gefunden. Irgendwie passt das Goldene nicht mehr so gut zu unserem Stoff. Da sah das Silberne besser aus. Ausgang. Wallag Extreme. Ach ja, genau, da geht's raus. Ich erinnere mich wieder. Genau, hier bin ich richtig. Geh mir aus dem Weg, Mädchen. Jemand sollte euch ein bisschen... Und natürlich darf ich schon wieder auf den Turm rauf. Wie hätte es auch anders sein können? So, da ging's rechts rum. Weil hier sind wir schon mal raufgeklettert, wer sich noch erinnern kann. Das war, glaube ich, in dem Wettrennen mit Yusuf. Mann, wie weit muss ich noch hoch? Ah. Ich bin oben. Erstmal ausplündern hier. Und... Hä? Doch, da. Ezio, der Schlossknacker, ey. Wer braucht Dietrich, wenn er eine versteckte Klinge hat? Aber die Rüstung passt schön zu dem Schwert, muss ich sagen. Och nö, warum kann das nicht so einfach sein wie das letzte Buch? In weniger als 6 Minuten. Ein schöner Schrank. Erstmal muss ich hier rauskommen. So weit, so gut. Oh oh. Das war so klar. Ezio, musst du immer alles kaputt machen? Oh oh. Was zur Heiligen? Au, 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 au! Halleluja!
Wir sind einfach mal durch den ganzen Turm gerauscht, ey. Holla die Waldfee. Seilbahn! Seilbahn macht immer Spaß. No, lauf da hoch, wo du hochlaufen sollst, Ezio. Hallo! Danke sehr. Sehr nett von dir. Jetzt ist es noch nicht so schwer. Sogar recht linear bis jetzt. Und mir gefällt es, wie es hier aussieht, ernsthaft. Das haben sie richtig schön gemacht. Da kann ich also großes Lob sagen. Coolste Feature finde ich ja in Assassin's Creed Revelations immer noch die Hakenklinge. Sagst du, jetzt geht's durch den Wasserfall? Geil! Halleluja! Verdammt! Groß hier, ey. Jetzt geht's. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Halleluja, ey. Du machst auch Sachen, Ezio. Da könnte einem das Herz stehen bleiben. Nein, da ist alles zu lang. Ja, so. Ein Wunder, dass die Brücke hält. Alter, wo laufe ich hier hin? Ezio! Ich wollte, dass er gerade ausspringt. Er ist leicht nach rechts gesprungen, ey. Dummer Ezio. Na toll, jetzt haben wir dadurch wieder Zeit verloren. Adieu, volle Sync. Das habe ich ja auch auf Anhieb auf volle Sync geschafft, ey. Oh, da lang. Hier, du sollst nämlich da lang springen. So, da lang. Hoch hier.
Bloß nicht abstürzen, Ezio, ey. Sag's dir. Stürz mir ja nicht ab. Alter, wer hat das hier alles gebaut? Oh. Verdammt! Oh. Halleluja, war das knapp. Erstmal ein paar Kisten. Erstmal die Kisten. Dann kommt der Atlas hin. Schlechte Tür. Neue Scheibe. Moins. Jetzt können wir wieder einen auf Alter hier machen. Hey, cool, wir haben sogar 100% Sync. Nice. Und ich habe schon gedacht, Ezio hätte alles versaut damit, dass er in den Tod gesprungen ist, ey. Was denkt er sich manchmal dabei? Manchmal habe ich das Gefühl, er denkt sich dabei gar nichts. Und wir kommen natürlich mal wieder aus der Kanalisation. Wie sollte es auch anders sein? Irgendwie alle Orte führen zur Kanalisation. Egal wo wir den Maslow-Schlüssel herbekommen, wir kommen immer irgendwo aus der Kanalisation, ey. Ernsthaft. Muss das denn sein? Wir sind hier und wir wollen in den Unterschlupf. Und das werden wir auch beim nächsten Mal machen. Also, bis dahin.